Hey da, was geht ab, Leute? Hong hier. Ich treffe mich gleich mit ein paar Leuten. Eigentlich wollten wir nur zwei Raids machen. Einer davon ist der Versuch zu dritt. Aber irgendwie ist das voll eine fette Gruppe geworden. Auf jeden Fall treffe ich mich gleich mit denen. Die zwei Kollegen, mit denen ich das mache, sind erstens Philipp, der die Map macht. Und zweitens Napni, mein direkter Konkurrent. Philipp ist blau, Napni ist rot. Habe ich mir gedacht, dass alle Farben vertreten sind und nicht gelb. Machen wir das so. Der Vertreter für rot war ursprünglich Kogai. Aber der konnte heute nicht, leider. Deswegen Napni. Wobei Napni auf jeden Fall echt unsicher ist. Er ist das schwächste Glied in dieser Konstellation. Hat nur 1 Geowatts. Also mal schauen, ob wir es schaffen werden. Aber bevor wir da hingehen und das versuchen und ich abgeholt werde, müssen wir noch unseren letzten Geowatts pushen. Erstmal entwickeln und dann pushen. Echt schade, ich habe in letzter Zeit echt viel gespart, um auf 6 Millionen Sternstaub zu kommen. Aber dafür kann man auf jeden Fall ein bisschen pushen und entwickeln. Die Kollegen aus der Schweiz haben mir natürlich wieder einmal ein Video geschickt, wo die den zu dritt geschafft haben. Glückwunsch an die. Link ist unten in der Beschreibung, dann könnt ihr jetzt abchecken, was die so alles benutzt haben, falls ich mich dran erinnere. Auf jeden Fall Shoutout an die Jungs aus der Schweiz. Das kann ich natürlich nicht so auf mich sitzen lassen, dementsprechend hier unser Versuch dann. Obwohl Philipp mich angesprochen hatte, echt überraschend und das machen wollte. Aber jetzt erstmal entwickeln. 96%, vor kurzem erst gefangen. Ich habe einen 100er, einen 98er und einen 96er. Jetzt zwei 96er. Also ich persönlich würde keinen anderen Geowatts machen, der schlechter ist als 96. Also der ist gerade mal so. Hab mir überlegt, den nur bis zu diesem Breaking Point zu maxen, zu pushen. Aber ich bin nicht so überzeugt von diesen Breaking Point Sachen. Ich max den einfach jetzt. So, muss natürlich erstmal die richtigen Attacken bekommen. Rock Blast, das ist nicht das, was ich haben wollte. Ich habe sehr, sehr wenige Tränke, also nicht viele Versuche. Hab alles weggeschmissen für, damit ich den Beutel frei habe für die Pokébälle und so, für Oberhausen. Aber dazu dir nichts ein Video. Golem. Okay, welcher war das? Der ist hier, der hier war, ja. Hop, Blast weg und Stone Edge. Direkt beim ersten Mal, perfekt. So. Jetzt nur noch pushen. Ah, lange nicht mehr gepusht. Oh mein Gott. Das kann ein bisschen dauern wieder mal. Es geht wieder ein bisschen Staubflöten. Langsam wird es echt teuer. Bonbon-mäßig, staubmäßig. Wir sind bei weitem noch nicht am Ende. Aber trotzdem, pushen dauert so lang. Die müssen da echt irgendwas einführen. So, letzter Push, glaube ich. Ja. Yeah. 2863. So. 2863. Der andere hat 2. 2854. Achso, ja, passt schon. Andere Verteilung der Werte. Dadurch die verschiedenen WP. Das war's. 4 Max Golems. Schauen wir mal jetzt, ob wir schaffen zu dritt. 180.000 Staub. 180.000 Staub. Scheiße! So sieht guter Staub aus, ja. Sau! Nein, geh weg, Honk! Oh mein Gott, er tut das nicht! Der kommt mit Spielen. Ich muss auch mal. Leg los! Ich wollte ihn nicht sehen. Doch, doch! Ich hab halt nicht so viele Tränke, gell? Wir haben nicht unendlich Versuche. Ich hab auch genug. Ich meine ganze Woche gefahren. Ich hab genug. Jetzt kommt einer, geht auf die andere Seite und findet das. Nee, nee, nee. Ich hab 115 Top-Tränke, 110 Belieber. Taubzi-Schigi Rottplatz. Teilnehmer zeigen. Aber echt. Schauen wir uns mal die Statistik an. Oh mein Gott. Das ist gefährlich, weil da stürzt es öfters ab. So. Mach die beste Statistik. Von meinem direkten Konkurrenten hier. Warte, die Kamera kommt so. Ganz unauffällig. Alina Kämpfe, 250. 600, ja. So was in der Art. Also ich bin auf 4. Mein Gott. Nee, das war gut. Jetzt kommen wir mal an. Ich bin eh nur 5. Was? 6 Despot, oder? 6 Aquanaut, ja. Schauen wir mal.
Ich schau in ihr Handy. Wir checken WhatsApp. Weiß ich, beim Nappi schaut es ja nicht so aus. Lass mich konzentrieren, Mensch. Ja, bei mir leckt's auch ein bisschen. Schon, ne? Bei mir nicht. Er konzentriert sich, deswegen leckt's nicht. Leck da! Ich bin heimlich noch mit reingegangen, deswegen läuft's so gut drauf. Mhm. 1,50 ist erst Halbzeit, gell? Ja. Also Halbzeit jetzt auch. Ja. Ausweichen, gell? Voll draufhauen. Ja, natürlich. Immer schneller tippen. Gut, dass ihr dort den Nappi sagt. Ja, wir sind nie gut im Rennen. Aus Glück sei den Nappi. Nochmal raus. Scheiße. Vergessen. Zieh an, Nappi, zieh an. Ja. Ich glaube, wir sind genau bei der Hälfte, aber. Ja. Wir verlieren da noch Zeit. Ja, eben. Ungefähr 7 Sekunden gehen drauf für den Wechsel. Nappi hat den echten schnellsten Boxenstopp gemacht, den ich je gesehen habe. Ganz ja, das Geile. Eine Sekunde gebraucht. Eine Sekunde. Ja. Das Geile bei mir ist gleich, der Weg gleich 5 Despotar und gut. Ein Geowatzhaus. Nicht mal knapp, Leute. 5, 4, 3, 2, 1. Naja, das ist nicht super.
Dennis? Das war jetzt nicht gemein. Ich hab ihm nichts gesehen. Ich hätte den schnellsten Boxenstopp hingelegt überhaupt. Zu mir. Zweite Runde. Ich hab Nappi ausgewechselt. Ist der schon drin, oder? Ja, ich bin drin. So richtig grob, wenn man was sagt, ist man sofort gestrichen. Sofort ja. Ausgewechselt. Zack, ausgewechselt. Wenn es ist, ich könnte noch einen Gearboard pushen. Du? Ich hab genug Staub. Philipp, ich hab meinen Hund aber noch nicht gepusht. Philipp, fertig ausgewählt. Ich hab noch Zeit. Kein Stress, Leute. Überraschung. Viel geändert? Hat sich was geändert oder nicht? Exakt dasselbe. Okay. Es geht gleich los. Viel besser. 5 Sekunden mehr. Philipp noch 4% Akku. Oh mein Gott. Nicht abstürzen hier. Das ist kein Flammenwurf. Ein Feuersturm lieber. Downjacke. Macht schon mehr Schaden, glaube ich. Das ist nur Hoffnung. Jetzt müssen wir bei World of Warcraft noch ein Drittel. Noch mal, wir sind fast bei der Hälfte. Und der hat nur ein Drittel Zeit vorbei. Ich hab deine Augen sind. Glaub an uns, Philipp. Doch, doch, doch. Eindeutig mehr Schaden. Eindeutig mehr. Wir bei der Hälfte und haben noch 20 Sekunden mehr. Okay, pass. Jetzt 10 Sekunden. Und beim letzten haben wir uns. Ja, schauen wir mal, ob das diese 10 Sekunden waren. Da waren wir eigentlich genau bei. Ja, genau eben. Ich bin auch wieder. Ich bin immer noch drin. Ah, ihr schafft es. Komm schnell rein. Ja, lass die Zeit. Ihr wird nicht gelästert. Oh mein Gott, ich hab den falschen Kopf gedrückt. 2 Sekunden verloren. Schau, 1 Minute noch über. Wo war vor der Motto? Was schaffst du? Keine Ahnung.
Das Rot genau ein Viertel. Wenn wir es nicht schaffen, dann bin ich schuld. Dann müssen wir mich auswechseln. Ich habe gerade 2 Sekunden verloren. Ja, schaut gut aus. Ihr habt alle schon 2. Team, oder? Ja, ja. Bist du beim ersten? Ja. Beim ersten? Echt? Nein. Ich möchte hinweisen, ich bin als letztes gestorben. Ich habe jetzt dreimal Hatteras. Ich habe als letztes mein Team gewechselt. Ich habe jetzt 3 Hatteras drin, ist gut, oder? Schaut echt gut aus. Krass. Ja, ja. Wir haben es geschafft, ja. Wir sind aber vorher warm. Freut euch nicht zu früh! Oh mein Gott, wir sind aber vorher warm. Wir schaffen locker. Also die, wo ich gesehen habe, die hat es mit 10 Sekunden über jetzt halt geschafft. Okay, Dennis hat Autoverbot. Ja. Arschloch! Ja, ja, okay. Das musst du aber im Film mitnehmen. Sehr gut! Sauber! Ich freue mich für euch, aber nicht für Dennis. Jetzt könnt ihr alle rein. Danke. So, das war's. Endteil zu dritt geschafft. War echt lustig, echt spannend. Hat mir auf jeden Fall echt viel Spaß gemacht. Danke an Dennis, Philipp und Napni fürs Mitmachen. Und auch Shoutout an das ganze Publikum fürs Beleuchten und so. Und natürlich Shoutout an die Schweizer. Wie gesagt, Link ist unten in der Beschreibung. Das war's. Schreibt unten in die Kommentare, mit wie vielen Leuten ihr Enter immer macht. Wie wenige braucht ihr. Was war euer Minimum. Und ansonsten natürlich wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt gerne, wie es ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.